In einem Dorf im tiefen Afrika lebt als einziger Weißer ein Missionar. Eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und fragt: Wie kann es sein, dass meine Frau gerade ein Kind bekommen hat, das nicht so schwarz ist wie ich, sondern weiß? Der Missionar schaut ihn lange an und überlegt, wie er es erklären soll, dass mit den Genen und dass so etwas in Hunderten von Jahren schon einmal vorkommen könne. Da fällt ein Blick auf die große Schafherde, die gerade an seiner Hütte vorbeizieht. »Schau diese Schafe«, sagt er, »sie sind alle weiß. Nur dort hinten sehe ich ein schwarzes Schaf. Es ist das einzige in der gesamten Herde.« »Schon gut«, unterbricht ihn darauf der Eingeborene. »Alles klar, ich sage nichts mehr. Und du verrätst auch nichts.«